Hallo? Ist da jemand? Lisa, da kannst du so viel rechnen, wie du willst. Das lag doch hinten und vorne nicht. Wir haben seit Wochen keine Kundschaft mehr. Spätsommer, Papa. War doch schon immer saure Gurkenzeit. Schönes Wetter, gute Luft. Da bleiben sie halt ein bisschen länger. Da fällt bloß nur ein ordentliches Sommergewitter und uns kracht das ganze Dach zusammen. Obwohl, heute ist Vollmond. Wär's immer vor Ihnen gut. Naja, jedenfalls muss ich jetzt los. Ich hab nämlich ein Date. Ein Date? Mit wem denn? Mit Robert. Aus dem Internet. Oh. Viel Auswahl gibt es hier zwar nicht, aber wie du siehst, ich gebe mein Bestes. Ich nehme den Wagen, ja? Ja, ade. Und Lisa, ich wünsche dir Glück. Danke, kann ich brauchen. Johannes, hast du mich erschreckt. Hallo Lisa, ich wollte nur mal fragen, ist bald mal wieder einer tot? Ich will endlich mal wieder einen Sargnagler. Tja, dann müssen wir wohl irgendwo nachhelfen. Spaß, das wird schon, Hannes. So schnell gehen wir nicht, Peite. Du weißt ja, gestorben wird immer. Und jetzt Abflug, ich muss mich beeilen. Okay. Das heißt, du arbeitest also wirklich mit richtigen Leichen? Das bringt mein Beruf so mit sich, ja. Ich hoffe, du hast ja jetzt kein Problem mit. Nee. Nein, Quatsch. Gar nicht. Ich meine, irgendjemand muss das ja machen, ne? Genau. Gerade mache ich eine Zusatzausbildung in Thanatopraxie. Aha. Und was ist das jetzt schon wieder? Ein Handwerk, mit dem man Leichen ästhetisch und hygienisch einwandfrei für einen begrenzten Zeitraum konservieren kann. Für Aufbahrungen, längere Überführungen oder so. So ein Körper mit den ganzen Flüssigkeiten würde sich ja sonst recht schnell zersetzen. Also verwesen. Klingt logisch, ja. Zuletzt hatte ich ein Brandopfer. Da muss man natürlich dann einiges machen. Die größte Herausforderung ist das Gesicht. Das erfordert Fingerspitzengefühl. Vor allem mit den Glasaugen. Glasaugen? Klar! Was meinst du, warum man bei Beerdigungen oft die Augen des Verstorbenen zumacht? Die verdrücken natürlich als erstes. Dabei ist das mit den Glasaugen eigentlich gar nicht so ein Akt. Man setzt sie ein wie eine Murmel. Wir haben die in allen Farben und Schattierungen. Meistens sieht der Tote hinterher besser aus als vorher. Und was machst du eigentlich so? Ordnungsamt. Ah, cool. Auch spannend. Eine ganz andere Welt. Ja. Ich müsste mal ganz kurz. Sorry. Bis gleich. Vollmond. Ich hab's doch gesagt. Gibt's ja nicht. Und wer? Rubinger. Jagdunfall. Okay. Bis gleich. Drei, sieben, für
Guten Abend. Ach. Lisa. Hallo, hallo Hannes. Tja, also der hat sich wohl ziemlich volllaufen lassen. Aber man geht halt auch nicht besoffen auf die Jagd. Jedenfalls in den Wald. So gut, Joachim. Hallo, ihr beiden. Es geht mich zwar nichts an, aber wie ist es denn passiert? Ja, anscheinend wollte er auf den Hochsitz. Ordentlich Promille. Flinte entsichert. Ausgerutscht. Und bums. Jetzt liegt er da. Ja, die Kugel ist unterhalb vom Kinn rein und oberhalb vom Auge raus. Also auf die Distanz keine Chance. Na, ziemlich schnell verblutet. Das hat ja mal so kommen müssen. Ich meine, es ist ja eigentlich unverantwortlich, dass man die Jagdwaffe nicht längst schon abgenommen haben. Also ich kann jetzt nichts mehr für ihn tun. Ihr könnt dann anfangen. Danke. Frau Hubinger, mein Beileid. Frau Tauberbaum, ich kann jetzt noch gar nicht. Ich weiß. Versuchen Sie erstmal zur Ruhe zu kommen. Wir nehmen Ihren Mann jetzt mit. Ich bereite alles vor. Sobald Sie in der Lage sind, kommen Sie zu uns und wir besprechen alles. Ja? Also dabei erstmal die Organisation der ganzen Bestattung. Erledigungen, alle Formalitäten, Besorgungen, Überführungen, inklusive Sarg aus Astkiefer, rustikal, dann dicke Garnitur und Grabkreuz. Da wären wir bei 2.328 Euro. Dann die Gebühren vom Amt, das sind circa 150 Euro. Dann Grabdeko, Blumen, das sind circa 400 Euro. Anzeige? Ja, Anzeige. Beim Tagblatt. Also ich empfehle immer doppelspaltig mal 100 mm. Das macht circa 380 Euro. Und zu guter Letzt noch die Friedhofsgebühren. Und die belaufen sich auf circa 2.177 Euro. Und da wären wir bei summa summarum 5.500 Euro. Circa. Können Sie meinen Mann wieder so... Ich meine, also herrichte, so wie er war. Wenn Sie das wünschen, können wir ihn mit Hilfe von Plastilin und Wachs vollständig nachmodellieren. Ich möchte einfach nicht, dass ich alle nur seinen grausigen Tod merke. So für das Gesicht wegschosse, ich höre schon alle Schwätze. Ich möchte, dass man meinen Klaus so in Erinnerung behält, wie er war. Und er war schön, mein Klaus. Er war ein schöner Mann, ja? Der war schön. Wie so angefangen, als es aufhört. Was sollen wir Ihrem verstorbenen Mann denn anziehen? Ich bringe Ihnen seinen schwarzen Anzug vorbei. Richtet Sie ihm bitte nur wieder sein Gesicht. Frau Hubinger, ich muss das leider ansprechen. Das ist relativ viel Arbeit. Also, wie soll ich sagen? Machen Sie mir einen guten Preis. Natürlich. Lisa, halt dich doch nicht so lange an der Augenbraue auf. Du machst ihn ja schön, als er war. Aber er sollte doch zumindest seiner Frau wieder gefallen. Mehr hätte das Doppelte verlangen sollen. Filialleiter bei der Bank oder eigene Jagd. Also arm sind die jedenfalls nicht. Wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Das musst du wirklich nur lernen. Und den Pulli da will ich auch nicht mehr sehen. Auf unseren verstorbenen Klaus Hubinger. Ja, aber schon lange mal da warst, Klaus. Ja. Ich entschuldige, dass ich sitzen bleibe, ja? Ja? Der Einzige, der davon profitiert, das bist ja mal wieder du. Ja. Irgendwann wirst du mich auch brauchen. Oh, garantiert nicht, du. Hör mir bloß auf. Deine Tochter vielleicht. Bei der Lisa bist du in besten Händen. Ich hätte es nie gedacht, dass mein Mädel so ein Talent für das Geschäft hat. Ja, wenn sie das bei den Lebendigen wenigstens auch hätte. Sei doch nicht immer so evangelisch. Ja, ja. Die hat es auch nicht leicht. Jetzt ist sie wieder hier bei uns im Dorf, nach all den Jahren in Berlin. Du, gescheite Männer gibt's ja auch.
Ja, ja, ja. Das glaubst du bloß. Apropos, ich war in Sicht bei ihr. Ach, jetzt probiert es halt mit der Partnerbörse. Also alle 11 Minuten. Im Internet, oder? Im Internet, genau. Ach, jetzt komm. Im Internet, da findest du vielleicht ein gutes Auto, aber doch kein Mann fürs Leben. Oh, du, vielleicht hätte ich auch besser im Internet geschaut, bevor ich meine Alte geehelicht habe. Ja, ich, schon ein bisschen komisch, dass wir uns hier am helllichten Tag in so einer Gruft treffen, oder? Bitte. Oh, danke. Ja, Entschuldigung, ist da Knoblauch mit drin? Ja. Oh, schade. Was machst du beruflich? Ich bin in der freien Wirtschaft tätig. Ich mache sozusagen Human Resources. Aber reden wir doch lieber über dich. Nein, bleib mal lieber nur einen Moment bei dir. Ich war nämlich so frei und hab dich mal googelt. Du hast ein Bestattungsinstitut. Tja, erwischt. Und jetzt? Wieso? Das ist doch toll. Findest du? Ehrlich gesagt wollte ich dich genau deswegen kennenlernen. Du stehst auf exotische Berufe. Ich stehe auf romantische Berufe. Bestattungen sind romantisch? Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen. Kennst du das? Barocke Sonett. Du blickst den Tod sprichwörtlich ins Gesicht. Du kannst ihn riechen. Du kannst ihn spüren. Das muss doch wahnsinnig intensiv sein. Wie meinst du das jetzt? Ja, du musst doch dabei irgendwas fühlen. Erregung vielleicht oder Sinnlichkeit. Das Ganze hat doch auch was Erotisches. Papa? Gut, ich komme. Bis gleich. So, der Job. Gibt's einen Dode? Entschuldigung, aber ich muss weg. Vielleicht kann ich ja mitkommen. Nee, ganz bestimmt nicht. Tschüss. Dr. Bauer? Lisa, so schnell sieht man sich wieder. Um wen geht's denn? Mein Vater hat uns nur gesagt, wo wir hin sollen. Lisa! Anna? Was machst du denn hier? Die Oma. Wir haben sie überall gesucht. Das ist nicht das erste Mal, dass sie über Nacht weggeblieben ist. Sie geht halt gerne lange spazieren, manchmal auch spät abends. Aber diesmal ist sie einfach nicht mehr zurückgekommen. Und jetzt haben sie da die Erntehelfer gefunden. Ganz ruhig, ist ja gut. Es war ein Herzinfarkt, wahrscheinlich Überanstrengung. Sie ist da mit dem Fahrrad runtergekommen und da hingefallen. Wahrscheinlich hat sie deshalb niemand früher gefunden. Aber es war sicher. Ein schöner und schneller Tod. Onkel Helmut. Anna. Komm mal her. So eine Scheiße. Mein Beileid. Ja, danke, danke. Was müssen die auch mit dem Rädel über die Wiesen fahren? Als ob ihr keine Autos hättet. Ja, die hat ja schon immer so einen Dickschädel gehabt. Verrückt. Überall haben wir nachher gesucht und jetzt liegt sie hier. Lisa, du hast das ein bisschen herrichten. So wie bei meinem Bruder, das war sehr hübsch. Moment. Gut, jetzt halt, komm. Die Oma hat mir doch großzogen. Weißt du noch, als wir früher hier immer gesessen haben? Sie hat uns beim Rauch erwischt. Erst hat sie geschimpft und dann hat sie gelacht. Und dann hat sie gefragt, ob sie auch mal ziehen darf.
drüben ist sie immer lang geradelt. Der Onkel Helmut hat sie dann saumäßig aufgeregt. Seine Mutter, ein Wertbacher auf dem Fahrrad. Voll unter ihrer Würde. Lisa, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Hannes? Komm mal! Guck mal. Siehst du das? Die ist tot. Mensch, Hannes, da am Hals. Das sieht doch aus wie Würgemale. Ilse Wertbacher war alt, war beliebt. Warum sollte ich jemanden umbringen? Solche Verfärbungen können täuschen. Und dem Dr. Bauer ist auch nichts aufgefallen. Ich finde, da sollte dringend noch mal jemand draufschauen. Der Hubinger schießt sich selber das Gesicht weg und du findest es nicht komisch. Aber eine steinalte Frau fliegt vom Fahrrad. Und du machst einen Aufstand? Stimmt. Das mit dem Hubinger ist auch komisch. Beide draußen in der Landschaft. Keine 2 Kilometer voneinander entfernt. Wir sind doch kein Kriegsgebiet. Wenn die Oma von der Anna schon einen Tag dagelegen hat, dann sind beide auch noch gleichzeitig gestorben. Fang bitte nicht damit wieder an. So? Womit fange ich denn an? Seit dem Tod von der Mama witterst du hinter jedem Baum einen Verbrecher. Das ist Quatsch. Und schmeiß endlich den alten Pullover weg. Das musst du schon mir überlassen. Hannes? Dann willst du mir unterstellen, ich schaue nicht richtig hin, welchen Totenschein ausstellen? Klatscht dir zu viel Fernsehen? Hier bei uns wird doch keiner umgebracht. Gerade deshalb könnten Sie es doch übersehen haben, oder? Ich meine, Sie können sich ja mit sowas gar nicht auskennen. Lisa! Ich hab deine Mandeln in den Griff gekriegt. Ich hab dir die Windpocken ausgetrieben, da warst du so klein. Und jetzt soll ich Würgemale übersehen. Sie könnten ja einfach noch mal einen Blick auf die Tote werfen. Tut mir leid, dazu ist mir meine Zeit wirklich zu schade. Nur um sicher zu gehen. War's das? In meinem Wartezimmer stapeln sich die Hämorrhoiden, ich hab zu tun. Na, Anna, hältst du mal eine Sekunde für uns? Ja, klar. Wir müssen da mal schwätzen, wie es jetzt weitergehen soll. Wie meinst du das? Lisa kümmert sich um alles, der Termin steht fest. Ich meine nicht die Beerdigung, ich meine den Hof. Was soll denn sein mit dem Hof? Naja, du weißt doch, wir haben das bisher alles der Oma zuliebe aufrechterhalten. Aber jetzt ist die Oma ja nicht mehr. Sie ist ja tot. Ja. Werdet ihr den Hof verkaufen, oder was? Max, gehst du mal raus? Ja, Mama. Hey! Das ist doch wohl
doch jetzt nicht euren Ernst. Ach, Anna, das ist doch bloß so ein Gedanke. Ich meine, das wird jetzt alles viel zu viel. Auch für dich. Hier sind wir daheim. Seit Jahrhunderten gehört der Hof unserer Familie und wir haben die Verantwortung. Ja, so kann man das auch sagen. Ja, aber so viel Besitz ist doch auch nur Ballast. Und ja. Davon hast du doch schon genug. Ja. Wie meinst du jetzt das? Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Steig? Aber die werdet eh gerade gehen. Also. Ich bin natürlich kein Experte, aber für mich ist das schon eindeutig. Das kann unmöglich sein. Der Dr. Bauer hat gesagt, das war ein Herzstillstand. Ja, klar sagt er das. Der hat ja mit sowas noch nie zu tun gehabt. Außerdem, ganz nüchtern ist der doch nie. Hallo? Lisa? Weißt du eigentlich, was du mit solchen Gerüchten anrichten kannst? Aber deswegen kann ich es doch nicht einfach ignorieren. Lisa, du warst lang weg in deinem Berlin. Und kaum bist du wieder da. Ich bin seit einem Jahr wieder da. Kaum bist du wieder da, verbreitest du solche Geschichten. Ich meine, was glaubst du, was die Leute von dir denken? Ja? Da wandert eine groß aus, ja? Kriegt's nicht hin, kommt zurück und macht sich wichtig. Also, nicht ich, aber du weißt ja, wie die Leute sind. Ich kann mich natürlich täuschen. Ja. Aber sollte nicht wenigstens mal ein Gerichtsmediziner auf Gleiche schauen? Nur zur Gewissheit. Herr Goller. Ich schätze es wirklich sehr, Lisa. Und ich schätze dich sehr. Aber mit Verlaub, du bist kein Profi. Und da ist es für mich in meiner Position und Verantwortung natürlich schwierig, jetzt die Kripo anzurufen. Ja? Also nur weil du Verdächtle hast, mache ich mich halt ungern lächerlich bei den Herren Kommissaren in Stuttgart. Ist mir schon klar, dass Sie sich nicht gern die Arbeit machen. Das ist jetzt nicht gerecht, Lisa. Wir haben wirklich alles gemacht, um das mit deiner Mutter aufzuklären. Und ich habe mich da persönlich ganz tief reingehängt, mehr als gut für mich war. Und das weißt du ganz genau. Jetzt geht's aber um die alte Frau Wertbacher. Und die ist sanft entschlafen. Gott hab sie selig. Ich meine, guck mal, ich habe einen Totenschein. Wo ist er? Von Dr. Bauer. Ach, hier, guck mal. Und der reicht mir. Mahlzeit. Hannes. Wirklich schön. Ja, schon. Es ist schon eine schöne Arbeit, aber
Hätte dann nicht ein bisschen was Schickeres? Also ich hätte eher an so ein Flaggschiff gedacht. Hier, da. So wie der da. Schatz. Der ist doch viel zu protzig. Die Oma war bescheiden, die hat sowas nicht braucht. Ja, aber das ganze Dorf wird da sein. Wir müssen doch den Leuten was bieten. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich denke, wir müssen eher der Oma was bieten. Aber doch nicht das so. Ihr müsst euch ja nicht sofort entscheiden. Vielleicht schlaft ihr einfach nochmal drüber. Frau Taubebaum, habe ich das richtig gehört? Mein Mann soll erst nach der Frau Wertbacher beerdigt werden. Frau Hubinger, ich kann das nicht... Das geht doch nicht. Mein Klaus war doch zuerst hier. Moment, also tut mir leid, aber der Termin, der steht, ja? Die Einladungen sind raus, die Leute kommen von überall her, also da brauchen wir jetzt gar nicht lang diskutieren. Im Tod sind wir alle gleich, Helmut. Und wenn überhaupt, entscheidest das nicht du, sondern der Pfarrer. Natürlich waren Sie als Erste da, Frau Hubinger. Und wir behandeln hier jeden gleich. Das können Sie mir glauben. Aber Ihr Mann soll doch richtig gut aussehen. So war's doch abgemacht, oder? Und damit das ordentlich wird, braucht es ihm seine Zeit. Die Leute werden schon kommen. Es haben ihn doch alle gemocht. Das hast du richtig gut gemacht. Die Oma hat sich bestimmt gefallen. Lisa, das mit den Würgemale, ich bin... Darüber wollte ich auch noch mal mit dir sprechen. Ich hab nämlich... Also, ich hab... Ja. Ich hab mich da wohl geirrt. Guck mal, die polnischen Erntehelfer sind auch schon da. Ja klar, gibt ja am Samstag zum Saufen. Ja. Zellinger, Mordkommission Stuttgart. Ich hätte eine kurze Frage. Ist das da drin zufällig die verstorbene Frau Ilse Wertbacher? Gut, es tut mir schrecklich leid, aber ich muss Sie bitten, den Sarg wieder hochzukurbeln. Wie? Jetzt? Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Ja, wir haben ja einen Beschluss, der besagt, dass wir die Leiche unverzüglich in die Gerichtsmedizin überführen sollen. So ein Quatsch, jetzt zeig es mal her. Ich weiß, das ist ein wirklich ungünstiger Zeitpunkt, aber es gibt hinreichende Verdachtsmomente, die eine weitere Leichenschau erfordern. Verdachtsmomente, bitte, was denn für Verdachtsmomente? Jetzt hört mal mit dem Gepuste auf! Ich würde gerne zuerst einmal mit der Bestatterin sprechen, Frau Lisa Taubenbaum. Das bin ich. Warum beschweren Sie sich denn? Sie haben die Sache doch gemeldet. Was hast du? Ja, aber das ist 3 Tage her. Ich dachte, Sie haben sich ja nicht mal zurückgemeldet. Du meldest die Würgemale nach Stuttgart und sagst schon nichts davon. Naja, ich wollte das ja gerade. Würgemale, bitte, was denn für Würgemale? Lisa glaubt, die Oma ist ermordet worden. Und deswegen jetzt der Tamtam? Das ist kein Tamtam, das ist eine polizeiliche Maßnahme. Gut, Lisa, dann nimmst du das jetzt eben alles wieder zurück und mir mach es weiter wie geplant. Auf geht's. Nein, das geht nicht. Stopp! Danke. Danke. Im Zweifel einer Todesursache nehmen wir sehr ernst in Stuttgart. Aber ich kann Sie beruhigen. So wie der Leichnam von der Gerichtsmedizin freigegeben wird, können Sie einen neuen Beerdigungstermin machen. Ja? Sag mal, das geht nicht. Das kommt davon. Was heißt denn das jetzt? Dass du recht gehabt hast? Ich weiß es nicht. Das werden die hoffentlich herausfinden. Das wird ein Nachspiel haben, du. Das sag ich dir! Komm zu sich. Seit 5 Generationen verbringen wir jede Leid unter die Erde. Aber noch nie, noch gar nie ist uns eine Leiche fortkommen. Ich hab doch nicht damit gerechnet, dass sie die Ilse gleich mitnehmen. Ach, und womit hast du gerechnet? Dass sie immer mal vorbeikommen und sagen, oh, grab dir ruhig mal ein. Wir kommen anders mal wieder, wenn's besser passt.
Ich wollte doch nur hören, dass alles okay ist. Von neutraler Stelle. Ich glaub das alles nicht. Nicht traurig sein, okay? Ich würde gern mal in das Kistchen schauen. Es gibt kein Kistchen. Doch. Das ist nicht gut, Lisa. Gib mir jetzt das Kistchen. Es gibt kein Kistchen. Doch! Es ist genau ein Jahr her. Und das Schwein ist einfach davon gekommen. Bei der Mama ist es vielleicht zu spät. Aber bei der Oma von Anna nicht. Ja? Taumbaum? Zellinger, Mordkommission Stuttgart. Störe ich? Sie haben wohl ein Händchen für unpassende Momente. War keine Absicht. Wissen Sie eigentlich, was Sie da ausgelöst haben mit Ihrer Aktion? Warum haben Sie das getan? Weil Sie mich darum gebeten haben. Ich hätte nicht ahnen können, dass ich auf Ihre Beerdigung platze. Eine E-Mail oder ein Anruf hätte genügt. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass sich Ihre Vermutung bestätigt hat. Frau Ilse Wertbacher wurde tatsächlich umgebracht. Was? Ja. Wann können Sie in Stuttgart sein? Jetzt. Nicht anfassen. Entschuldigung. Nicht, dass wir Ihre DNA finden und Sie am Ende noch verdächtigt werden. Tja, den meisten ist ja einfach egal. Aber hier eindeutig zu erkennen, die Hämatome im Halsbereich und das gebrochene Zungenbein lassen keinen anderen Rückschluss zu als einen gewaltsamen Tod. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass Sie sich gemeldet haben. Da können Sie ruhig ein bisschen stolz auf sich sein. Die Hinterbliebenen sehen das leider ganz anders. Verstehe. Naja, aber falls es mal nicht so laufen sollte mit Ihrem Bestattung, dann haben Sie hier auf jeden Fall einen Riesenfan. Machen Sie mal eine Vorstellung. Jetzt schnippelt die da in Stuttgart an meiner Mutter rum. Das ist unglaublich, was die Lisa da verzapft. Das ist wirklich unfassbar. Aber du hast doch gesehen, dass da nichts ist. Natürlich war da nichts. Die hat sie ja nicht mehr alle. Seit diesem Unfall damals ist die. Die ganze Familie ist mal suspekt. Vater im Rollstuhl, Tochter reißt das Maul auf. Und dann dieser Quasimodo-Bruder, der als Kind auf dem Dez gefallen ist. Wir haben keinen Appetit mehr. Passt. Ich muss heim zu meiner Alte. Du übernimmst es doch, Jockel. Das ganze Theater nur, weil deine Lisa so einen Scheiß verzapft. Du bleibst bei mir. Wenigstens einer. Bitte, ich möchte wirklich niemanden verdächtigen. Die sind schon alle genug sauer auf mich. Sie sagen doch selber, dass dieser Wertbacher der plötzliche Alleinerbe ist. Wie viel erbt er denn? Naja, der Familie gehört bei uns in der Gegend das meiste Land.
alteingesessene Bauern. Praktisch so wie bei Dallas und nicht mit Öl, sondern mit Obst. Trauen Sie ihm das zu? Die Anna ist meine beste Freundin. Die Nichte von Wertbacher. Also, ich will da wirklich keinen reinreiten. Ich auch nicht, aber bei Kriminalfällen lässt es sich halt manchmal nicht vermeiden, den Leuten auf die Füße zu treten. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber an dem Tag, an dem Ilse Wertbacher gestorben ist, gab es noch einen Todesfall. Ein Jagdunfall. Klaus Hubinger. Okay. In welchem Verhältnis standen die beiden zueinander? In keinem. Sie waren weder verwandt noch verschwägert noch sonst irgendwas, so viel ich weiß. Hm. Gut, wir überprüfen das. Kann ich Sie vielleicht noch auf einen Kaffee einladen? Ich muss dazu sagen, der ist wirklich schlecht. Das ist ja die Pathologieblöre, ja. Aber der ist so schlecht, den muss man probiert haben. Okay. Und? Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ach, echt? Ja. Okay. Darf ich Sie mal was Privates fragen? Klar. Wieso sind Sie Bestatterin geworden? Naja, ich bin ja quasi mit den Toten aufgewachsen. Als Kind war das für mich völlig normal, dass wir Leichen im Keller hatten. Aber als Teenager wollte ich nur weg aus dem Kaff. Und wie haben Sie das gemacht? Ich habe Physiotherapeutin gelernt. Ich hatte eine Praxis in Berlin. Dann letztes Jahr im Oktober der Unfall meiner Eltern. Meine Mutter ist dabei gestorben. Und mein Vater sitzt seitdem im Rollstuhl. Verkehrsunfall? Fahrerflucht. Sie haben den Kerl nie erwischt. Tut mir leid. Mein Vater konnte dann das Geschäft nicht mehr alleine führen. Also bin ich zurück und schule seitdem auf Bestatterin um. Und das fällt Ihnen leicht? Sagen wir so. Der Tod ist für mich vertrautes Gelände. Naja, für Sie wahrscheinlich auch. Ganz ehrlich, ich habe panische Angst vor dem Tod. Echt? Bei meiner ersten Obduktion ist mir gleich der Klassiker passiert. Was denn? Ich bin umgekippt. Entschuldigung. Ja. Keine guten Voraussetzungen für einen Job, oder? Im Gegenteil, es sind die besten. Weil ich muss mich jeden Tag meinem größten Feind stellen. Und ich glaube, niemand ist dabei so motiviert wie ich. Das ist doch schön. Ein hochmotivierter Staatsdiener. Das funktioniert wirklich immer? Klar, er will dem Tod schon einen Strafzettel ausstellen. Ja. Ja. Was sagt denn eigentlich Ihr Freund dazu? Also, dass Sie jeden Tag mit Leichen hantieren? Gibt's keinen. Und Sie? Haben Sie Familie? Nee, mein Job ist nicht besonders familienfreundlich. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ich werde jetzt anfangen, vor Ort zu ermitteln. Und ich würde Sie bitten, unser Treffen hier vertraulich zu behandeln. Na dann. No sleep.
Hallo. Hallo. Darf ich kurz reinkommen? Es tut mir so leid mit der Beerdigung. Wirklich. Andere kann man jetzt eh nichts mehr. Ich war heute bei der Kripo in Stuttgart. Und? Lisa, jetzt sag schon, was Andy gesagt. Ich darf eigentlich nicht drüber reden. Es war kein Herzinfarkt. Deine Oma ist wirklich ermordet worden. Was? Aber wer? Langsam. Hey. Was machst du denn hier? Ja, du warst nicht da und die Tür war offen. Und dann bist du einfach mal hereinspaziert. Nachts. In unseren Präparationsraum. Weil es hier so romantisch ist? Nein. Aber weißt, unser Date, das hatte so ein abruptes Ende. Und jetzt habe ich auch noch gehört, dass sie ihre Leiche beschlagnahmt haben. Da habe ich mir gedacht, die Frau ist stark. Aber sie braucht Schutz. Sie ist schön. Aber sie braucht einen Spiegel. Und das bist du, oder was? Guck mal. Ein 2,8er Teskio. Der Weinhang war mal ein Friedhof. Man sagt, er ist leicht blutig im Abgang. Du machst hier gleich den blutigen Abgang. Sonst sage ich dich persönlich ein. Jetzt komm, überleg das. Du weißt schon nicht, was dir entgeht. Hey! Hannes! Lass ihn sofort los! Hannes! Hannes? Huh? Warum ist er hier? Er sollte nicht hier sein. Und deshalb geht er jetzt auch, oder? Okay? Du brauchst mich nicht zu beschützen. Komm mal her. Wir haben hier zwei Tote. An einem Tag. Die eine wurde erwürgt, beim anderen ist die Todesursache unklar. Das hätten Sie melden müssen. Also das eine war ein Unfall, das andere eine steinalte Frau. Soll ich denn jedes Mal den Kripo rufen, wenn eine 80-Jährige umkippt? Ja, oder Karl? Ja, okay. Sollen wir es vielleicht noch mal probieren? Vielleicht sowas wie, entschuldigen Sie, dass ich so nachlässig war. Wie konnte uns das nur passieren? Ich meine, sowas haben wir hier nicht alle Tage. Frau Ilse Wertbacher wurde ermordet. Der Befund ist eindeutig. Ah, dann waren es halt die Polen. Die Polen? Ah ja, und mit denen können Sie sich rumschlagen. Viel Spaß.
Ich hätte jetzt gern erstmal die Akten zu beiden Vorgängen. Die Akten? Ja, die Akten. Jetzt gib's ihm halt die Akte. Bitte schön. Danke. Ist das alles? Ja, helfen Sie lieber dem Brockhaus. Bis heute Nachmittag richten Sie mir bitte einen Platz ein, an dem ich arbeiten kann, ja? So verdammte Stuttgarter Elleswisser, Heiland, zack! Papa! Was ist eigentlich los mit dir? Erst verkraulst du alle Kunden und dann lädst du dir irgendwelche Liebhaber hier gleich in alle ein. Na klar, hab ich ihn eingeladen. Ich feiere Orgien, wusstest du das nicht? Ich werd schon wie ein Aussätziger behandelt. Bloß weil du dich mit einem Dickschädel überall einmischst. Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Sollen wir deswegen vielleicht einen Mörder davon kommen lassen? Weil die Leute darüber reden können? Das ist genau wie bei uns damals. Ach komm, das war doch was ganz anderes. Ach ja? Was war denn anders? Damals hat sich auch keiner richtig bemüht, den Fahrer zu finden, der Mama tot gefahren hat. Kein Auto, Fahrer, Fluchtklappe zu, Affe tot. So einfach ist das. Immer wenn ich dich in den Pullover sehe, denke ich, deine Mutter steht da. So weit. Ich halte mich noch ein bisschen daran fest. Weißt du, was das ist? Das ist der heilige Stanislaus von Krakau. Von Krakau? Ein polnischer Heiliger? Der polnische Heilige. Beschützer der Nation und der heiligen Ehe. Wo ist er denn her? Gefunden. Jetzt erklär aber. Mein letzter Wille. Hiermit verfüge ich, Ilse Wertbacher, dass mein Sohn Helmut sein Pflichtteil aus dem nach meinem Tode vorhandenen Barvermögen ausgezahlt bekommt. Der Erlös der Ernte meines Todesjahres soll ausschließlich den Erntehelfern zugutekommen. Und als letzter Punkt der Immobilienbesitz, also das heißt das Gut, die dazugehörigen Ländereien und die Zinshäuser im Dorf. Ja. Als Alleinerbin meines gesamten Immobilienbesitzes setze ich meine Enkelin Anna Wertbacher ein. Wie bitte? Was? Ich krieg das Gut? Du hast deine Finger im Spiel gehabt. Jetzt lass doch auf. Ist doch wahr. Was hast du der Ilse eingeredet, hä? Hör ich das bitte mal schwarz auf weiß. Ihr habt doch immer geschwätzt. Ihr habt zugehört. Liebe Nichte, dir ist schon klar, dass ich mir das jetzt anfechten müsse. Komm jetzt. Und das überrascht dich? Es war ja klar, dass was für mich abfällt. Aber das ist doch gegen die gesetzliche Erbfolge, der ganze Hof. Du warst ja am nächsten von allen. Deine Oma wollte eben, dass der Hof in der Familie bleibt. Kann es sein, dass dein Onkel was geahnt hat? Wie meinst du das? Hallo?
Kriminalhauptkommissar Zellinger, Mordkommission Stuttgart. Frau Anna Wertbacher? Ja? Ich müsste Sie bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Was? Weil meine Oma ermordet wurde ich. Ach, das wissen Sie schon. Gut, umso besser. Dann verstehen Sie ja sicherlich auch, dass wir uns jetzt für die plötzliche Alleinerbin interessieren, nicht wahr? Was? Sie können den Kuchen ruhig einpacken, kommen Sie. Sie profitieren am meisten vom Tod Ihrer Großmutter. Da muss ich Sie natürlich nach Ihrem Alibi befragen. Alibi, ja. Für wann denn? Dienstag vor einer Woche. Am Dienstag? Da ist mein Maximo beim Sport. Ich bin verschnierloi. Außer Dienstag dabei, einfach bloß daheim. Kann das jemand bestätigen? Nein. Sie haben Ihre Fingerabdrücke auf dem Fahrrad am Tatort gefunden. Ja klar, das ist, weil ich... Ihr andere Käufer das Fahrrad in der Schuppe reinzulupfe. Wisset Sie, in unserem Schuppe, da muss man... Ihr habt meine Oma nicht umgebracht. Und ohne meinen Anwalt sage ich jetzt gar nichts mehr. Ich hab mir schon gedacht, dass wir an diesen Punkt kommen. Aber dass es so schnell geht... Du hältst dich da jetzt raus und hör endlich auf, dich überall einzumischen. Aber... Koi, aber. Du bist echt eine tolle Freundin. Er schläft mir alle Sitze und ziehst in die große Stadt. Und jetzt lässt er alles. Das ist doch verrückt. Was soll der Quatsch? Ich habe eine Befragung durchgeführt, das ist mein Job. Anna ist meine Freundin, sie ist doch keine Mörderin. Sie hat ihre Großmutter geliebt. Und erbt jetzt zufälligerweise sämtliche Ländereien? Es gibt doch noch ganz andere Motive. Ich habe zum Beispiel eine Spur zu den Polen. Ja, klar. Die Polen. Ja, ich weiß. Immer wenn ihr was passiert, dann waren es die Polen. So meine ich das nicht. Moment. Würden Sie nicht Pause machen? Nein. Danke. Da so ein Ding gefunden. So einen Heiligen. Der hat uns belauscht, als wir über den Mord gesprochen haben. Der Heilige? Der Pole. Ich habe Sie jedenfalls nicht hierher geholt, damit Sie Anna verhören. Sie haben mich auch nicht hergeholt. Sie sind Ihrer Bürgerpflicht nachgekommen, um gleich danach dagegen zu verstoßen. Wie meinen Sie das? Ich hätte Sie gebeten, unser Treffen in Stuttgart vertraulich zu behandeln. Was tun Sie? Sie haben nichts Besseres zu tun, als unsere Hauptverdächtigen davon zu erzählen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie machen Ihren Job, ich mache meinen Job. Sie bringen die Leute unter die Erde, ich finde die Täter. Ja? Deal? Kurz Zeit für mich? Ich wollte nur was fragen. Der heilige Stanislaus von Krakau. Der gehört doch einem von euch. Wir sind Arbeiter, wir wissen gar nichts. Stimmt es, dass Ilse Wertbacher euch öfter besucht hat? Ich möchte wissen, wie sie gestorben ist. Und die Polizei will das auch wissen. Da redet ihr doch besser mit mir, oder? Tut mir leid, Bestatterin. Müssen wir jetzt weitermachen? Fällt Apfel nicht allein von Stamm. Warte! Hast du nicht von mir, was ich jetzt sage, versprochen? Ilse, war sie gute Frau? War sie bei uns gewesen, am Tag, wo gestorben? Ist sie dann mit Fahrrad dort weggefahren?
alleine? Die junge Dame sucht mich. Lassen Sie mich raus, ja? Dann können wir in Ruhe miteinander reden. Eingebrochen. In meinen Wagen. Dann rufen Sie doch die Polizei. Hört ihr ihn? Sie haben uns beobachtet, als wir über Ilse Wertbacher gesprochen haben. Und die Dame glaubt, er hätte sie getötet. Ich weiß es nicht. Warten. Прошу, пане, will was zeigen. Kennen uns schon sehr lange, Ilse und ich. Sie waren ein Liebespaar? Er hat angefangen vor 30 Jahren. Hat nie aufgehört. Sie haben seit 30 Jahren eine Affäre und keiner hat davon gewusst? Das wäre Weltuntergang gewesen in Wertbacher Land. Konjetschwerter. Sie hatte ihren Mann, ich hatte meine Frau. Wir hatten beide doch Kinder. Ich wurde nicht für ihre Welt geschaffen. Ich wurde nur für diese Frau geschaffen. Sie war hier. Bevor sie ermordet wurde, war sie hier. Mit ihm. Tag. Bis sie mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist. Weiter weiß ich nichts. Mit Pavel. Seit 30 Jahren. Ich habe Fotos gesehen, da haben sie sich... Schon, Melissa. Reicht's da immer noch nicht? Du musst doch auch ein Interesse daran haben, dass der Mörder gestellt wird. Pavel war der Geliebte deiner Oma. Für wen kann das ein Motiv sein? Jetzt hör mal gut zu. Egal, was du bisher unternommen hast. Du hast es immer schlimmer gemacht. Für mich, für meine Familie, für alle.
Mit dem Fahrrad von Pavels Bauwagen zum Hof von den Wertbachers. Ja, hör doch endlich mit dem Mischdahänder auf. Hilf mir lieber mit dem Misch mit der Umsatzsteuer. Das ist ja alles heutzutage elektronisch. Wenn die alte Wertbacher einfach mit ihrem Fahrrad über den Weg daheim gefahren ist, dann ist sie direkt an der Stelle vorbeigekommen, wo sich der Hubinger ins Gesicht geschossen hat. Ja, und? Schon komisch, oder? Mensch, du hast doch jetzt deine Kripo hier im Dorf. Lass die das doch machen. Kümmer dich lieber um unser Geschäft. Wenn wir nicht bald mal eine von unseren Beisetzungen abrechnen können, dann können wir hier den Laden dicht machen. Das kriegen wir schon hin. Ich muss jetzt noch schnell was erledigen. Ich hab dich lieb. Was immer du vorhast, nimm den Hannes mit. Ah, der Pavel, guck mal. Du besaunst darum, du hättest es mit meiner Mutter trieben. Ich besaune nix. Keiner zieht ungestraft meine Mutter in Dreck. So? Nie. Das wirst du bereuen! Du! So, Schluss jetzt! Wir haben nur Bier getrunken. Es fliegt jetzt raus, wer schreit an sich. Wir waren da. Das hat angefangen. Wer los, push aus da! Aus euch! Du hörst jetzt auf, doch! Bist jetzt ruhig. So, Schluss! Raus! Gibt's ein Akt in der Klasse? Raus mit euch, Dreckpack! So, Gesindel! So, du! Stolz! Setz ihn nach! Stolz, setz ihn nach! Ja gut! Jana, zwei Schnaps. Und für mir Bier. Da haben wir doch den Hubinger abgeholt. Da hinten irgendwo ist der Bauwagen. Und da geht's zum Hof von den Wertbachers. Hannes, du bist eine echte Hilfe. Was, wenn der Hubinger den Mörder von der Ilse gesehen hat? Was, wenn der Hubinger auch ermordet wurde? Er will heim. Ja. Ich verstehe, dass ich Ihrer Freundin helfen wollte. Aber nur weil Hubinger den Weg von Frau Wertbacher hätte kreuzen können, heißt das zwei Tote. Fast zeitgleich. Und das hier bei uns, wo wir fast pleite sind, weil monatelang keiner den Löffel abgibt. Ja, ich sehe den Zusammenhang noch nicht, ja. Aber glauben Sie mir, ich bin da dran. Immerhin war Hubinger ja Chef der Bankfiliale hier. Vielleicht laufen da ja krumme Dinger. Wieso? Weil er Banker war? Möglich, oder? Da müssen Sie suchen, nachforschen. Wie würden Sie es eigentlich finden, wenn ich Ihnen die ganze Zeit sagen würde, wie Sie Ihre Särge zu nageln und Ihre Grenze zu flechten haben? Wenn es konstruktive Vorschläge wären, würde ich mich freuen. Ich mag es jedenfalls nicht, wenn man mir in die Arbeit wurscht. Also halten Sie sich raus. Kuppeltruhe, rustikal. Also dem Klaus hätte der sicher gefallen. Oder doch eher so ein Papstsack. Auch hübsch. Ihr Vater hat gesagt, er käme mir da preislich entgegen. Wenn er das gesagt hat? Wie war das eigentlich am Todestag Ihres Mannes? Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Tag wie jeder andere. Und wie erklären Sie sich den Jagdunfall? Ich meine, wo Ihr Mann sich doch mit Waffen sehr gut ausgekannt hat. Ist das jetzt wichtig für die Beerdigung, oder? Wissen Sie, ich habe ja das Gesicht Ihres Mannes wieder komplett hergestellt. Und bei so einer Rekonstruktion befasst man sich schon sehr eingehend mit dem Menschen. Man denkt viel nach über den Verstorbenen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich jemand aus Dummheit oder Versehen den Gewehrlauf ins Gesicht hält. Mein Mann. Ich glaube, der hat eine schreckliche Sünde begangen. Wollen Sie darüber reden? Manchmal tut das gut. Ich glaube, er hat sich absichtlich
absichtlich. Und warum? Der Klaus hat sich im letzten Jahr so verändert. Der hat so viel getrunken. Ich kann gar nicht mehr an ihn rankommen. War er depressiv? Sagt der Dr. Bauer. Dem ist er öfters hin wegen seiner Niereprobleme. Und dem hat er sich anscheinend anvertraut. Was hat er dem anvertraut? Puh, weiß ich doch nicht. Er hat seinem Hausarzt mehr vertraut als mir. Frau Hubinger, ich glaube nicht, dass er selber war. Sie meinen, doch ein Unfall. Kennen Sie jemanden, der einen Grund hätte, Ihren Mann zu töten? Ich hab's auch gedacht. Dank dir, Markus. Dank dir. Schauen Sie mal, was ist das? Das ist der tote Hubinger. Genau, und fällt Ihnen darauf noch was aus? Wo? Ja. Hubinger? Das Gewehr? Genau, das Gewehr. Und wo liegt das Gewehr? Da. Genau, das liegt da. Hubinger kann sich doch so unmöglich selbst ins Gesicht geschossen haben. Wieso? Weil der Winkel nicht stimmt und weil er das Gewehr in der falschen Hand hatte und vielleicht hätte es einen Rückstoß geben müssen. Das kann man so gar nicht erkennen. Ja, genau. Und warum nicht? Weil sie scheiß Fotos gemacht haben. Ach, ja, und auch nur zwei. Das hat der Kollege von der Ballistik gerade bestätigt. Ja, zwei Fotos. Jetzt machen Sie mal nicht einen auf CSI und CIA und FBI in einem. Zu labern, kommen Sie mit. Was? Mitkommen! Ton macht die Musik, junger Mann. Lisa, ihr wisst nicht, was wir zu bereden haben, oder fehlt dir was? Ich bin nicht wegen mir da, sondern wegen Klaus Hubinger. Und ich glaube, mit seinem Tod stimmt was nicht. Ach, mach dich doch nicht lächerlich. Wollen Sie, dass das ganze Dorf erfährt, wie schlampig Sie von Ihrem Arzt untersucht werden? Du gehst jetzt, bevor ich mich vergesse. Die Ärztekammer interessiert das sicher auch. Vielleicht werden alle Totenscheine noch mal überprüft. Und Ihr Alkoholproblem wird dann noch Ihr geringstes Problem sein. Unser hochverehrter Bankfilialdirektor Hubinger hat sich mit Gonorrhoe infiziert. Auf Deutsch gesagt, im Puff und Tripper geholt. Tja, mit manchen wichtigen Kunden muss man im Völkchen gehen. Und dann hat er nicht nur Antibiotika gebraucht, sondern auch jemanden zum Reden. Worüber? Hat sich schuldig gefühlt. Hat er Geld unterschlagen? Er hat immer wieder vom Bordell angefangen. Wahrscheinlich hat es mit ihm und seiner Alten auch schon lange nicht mehr geklappt. Und deshalb hat er sich schuldig gefühlt? Der doch nicht, ne? Aber irgendwas war mit diesem Puff. Wieder Kundschaft. Lars, komm, das kann ich ja neu. Hau ab. Und, was wollen Sie? Wir müssen den Leichnam von Klaus Hubinger beschlagnahmen. Wie bitte? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie haben uns schon eine Leiche gestohlen. Meine Tochter hat den Hubinger wieder so schön hergerichtet. Ihr Trampel macht doch bloß sein Gesicht wieder kaputt. Ja, jetzt sag du doch auch mal was. Alfons, ich habe hier gerade gar nichts mehr zu sagen. Herr Taubenbaum. Es geht hier um eine Mordermittlung. Und ich würde Sie bitten, zu kooperieren. Okay, die Kollegen von der Gerichtsmedizin sollten gleich da sein. Regeln Sie das, ja. Ich? Ja, Sie. Ich muss zur Bank.
zur Bank. Bist du die Neue? Was? Hast du was mit den Ohren? Ob du die neue Tänzerin bist, habe ich gefragt. Ich bin keine Tänzerin. Kennen Sie diesen Mann? Sagen wir, ich suche Gäste für seine Beerdigung. Das Gesicht sagt mir was. Ein bisschen unscharf. Ja, der war früher öfter da. Bei Penelope. Aber ich glaube kaum, dass die Lust auf eine Trauerfeier hat, oder? War irgendwas auffällig an ihm? Ja, hat mal Stress gegeben. Er war mit einem Kumpel da. Beide sternhagelvoll. Haben sich daneben benommen. Dann habe ich sie freundlich gebeten, zu gehen. Wann war das? Ich habe nichts mehr. Letztes Jahr, 3. Oktober. Das wissen Sie so genau. Ja, wir hatten eine Aktion. Zum Feiertag. Ficken für die Einheit. Können Sie sich erinnern, wie der andere aussah? Ja, natürlich. 1,82 groß, graublaue Augen, Schuhgröße 43, ziemlich dicke Eier. Und ich glaube, er war Vegetarier mit einem Hang zur Poesie. Mensch, Mädel, das ist ewig her. Woher soll ich wissen, was für ein Vogel das war? Penelope, du warst hier nicht auf dem Bus. Mach mich an, du bist die Beste. Wohl. Ah, schönen guten Tag. Was ist denn los? Ist Ihre Frau zu Hause? Was wollt ihr von meiner Frau? Helmut, wir müssen... Wir wollen erstmal nur mit ihr reden. Ja, dann wollen wir ihre Geschäftsräume durchsuchen und sämtliche Akten, Computer und Festplatten sicherstellen, was man eben so macht. Wie bitte? Hey! Ja, wir haben in den Unterlagen der örtlichen Bankfiliale einige komische Vorgänge feststellen können. Also, wo ist sie? Helmut, wo ist deine Frau? Susi, komm schon mal bitte. Susi? Spätzle? Grad, war sie noch da? Hey, stehen bleiben! Susi! Los, hinterher! Der Rubinger hat sich wegen irgendwas schuldig gefühlt, nachdem er besoffen aus dem Hof geflogen ist. Das ist doch deine Privatsache. Das geht uns nichts an. Papa, das war am 3. Oktober letztes Jahr. Kapierst du nicht, was das bedeutet? Bitte fang nicht wieder damit an. Doch, euer Unfall. Und der Rubinger hatte damals einen Wagen in Silbermetallic, genau wie du ihn gesehen hast. Ganz genau habe ich das doch damals gar nicht gesehen. Das ging alles so schnell. Aber es passt alles zusammen. Der Zeitpunkt, die Schuldgefühle, der Wagen. Die Polizei hat damals alle Autos in der Gegend überprüft. Autos vom Hubinger. Das weißt ja, du. Ja, aber da gibt es noch ganz... Lisa, du kannst schon nicht alles, was passiert, auf den Unfall beziehen. Das war jemand von außerhalb. Und wer das war, das wird man nie rausfinden. Lass endlich los. Bitte. Stopp! Da kannst du jetzt nicht rein. Ich muss aber zu Kommissar Zellinger. Geht nicht. Der verhört gerade die Susanne Wertbacher. Was? Wieso das denn? Sie haben hinter dem Rücken ihrer Familie Hypotheken auf den Hof aufgenommen. Gemeinsam mit Bankfilialleiter Hubinger, der sie gedeckt hat. So. Ihre Schwiegermutter hat von der Sache Wind bekommen und hätte sie verraten können. Ist das richtig? Und jetzt glauben Sie, ich habe alle beide. Das ist doch absurd. Absurd? Ja. Dann hätten Sie ja nicht wegrennen müssen. Könnte ich jetzt vielleicht bitte mal ein Handtuch haben? Ich hole mir ja noch den Tod. Naja,
in der Familie ist einfach der Wurm drin. Susanne? Ich glaub's immer noch nicht. Kannst du aber. Es passt alles zusammen. Ich war mir so sicher, dass der Mord am Hubinger mit dem Unfall meiner Eltern zu tun hat. Ja, Mädle, ich weiß. So was wird man immer los. Aber ich hatte neue Hinweise, verdammt nochmal. Der Hubinger ist an dem Abend wahrscheinlich betrunken vom Bordell nach Hause gefahren. Und Dr. Bauer sagt, er hat sich schuldig gefühlt. Dr. Bauer? Ja. Ach, der schwätzt wie, wenn er tagelang ist. Ich war da. Wo? Na, am Puff. Der Hubinger war an dem Abend nicht allein. Da war noch jemand bei ihm. Und genau den müssen wir finden. Der Typ vom Bordell könnte den wiedererkennen. Okay, pass auf. Der Kommissar ist ja noch beschäftigt. Wenn er fertig ist, spreche ich das mit ihm durch. Du fährst so lange nach Hause, hält dich zu unserer Verfügung und wir melden uns. Okay. Was ist denn? Ich hab meine Säge vergessen. Hannes, ich glaube, ich bin ganz kurz davor herauszufinden, wer die Oma Ilse und den Hubinger auf dem Gewissen hat. Ich bin mir sicher, dass es derselbe war, der die Mama überfahren hat. Ich war bei der Polizei. Aber das darfst du nicht. Wie meinst du das? Du musst damit aufhören. Ja, hallo? Haben Sie mit Zellinger gesprochen? Ja, du, er findet es eine hochinteressante Spur. Er sagt, wir beide sollen uns noch mal im Bordell umschauen. Wir beide jetzt? Wärst lieber mit dem Kommissar in Puff? Jetzt fangen Sie nicht auch noch an. Komm, steig ein. Hubinger im Puff. Lass mich fahren, Hubinger. Wir haben die Polizei. Sie haben damals alle Wagen untersucht. Kein Wunder, dass Sie nichts gefunden haben. Was war das? Aus.
Du hast sie umgemangelt! Hubinger, steig ein! Ich mach das schon! Aber der Hubinger konnte mit seiner Schuld nicht länger leben und wollte auspacken. Sie hätten alles verloren. Was ist los mit dir, Klaus? Du wirst doch nicht schwach werden. Nee, schwach werde ich nicht. Ich werde nur stärker. Stärker, ja? Immer stärker, ja. Immer stärker. Und dann haben sie Ilse Wertbacher ermordet, weil die sie gesehen hat. Das ist ja wirklich schrecklich, was du für eine Fantasie hast. Es kommt davon, wenn man den ganzen Tag mit Leichen zu tun hat. Am besten, sie kehren jetzt um. Ich werde sicher vermisst. Ich brauche die Ergebnisse so schnell wie möglich. Was ist mit den Festplatten? Gut. Ja, die habe ich hier. Das ist die 726. Herr Kommissar! Hast du die Lisa wirklich zum Puff geschickt? Was habe ich? Die Lisa hat das Kistchen rausgeholt mit den Zeitungsartikeln und dann hat der Wachmeister Gollock gesagt, dass sie mit zum Puff kommen muss. Aber das stimmt doch was nicht. Ja, komm mit. Waffe fallen lassen. Goller, die Waffe runter.
Wieder ein Date? Ja. Von mir aus kannst du ruhig später kommen. Ach, Papa. Lisa. Danke, dass du nicht lockerklasse hast. Und jetzt hau ab. Frag mich mal, was ich beruflich mache. Was machst du denn beruflich? Ich bin Bestatterin. Bestatterin? Tatsächlich? Ich beerdige Leute und vorher schaue ich genau nach, ob ihr Tod auch in Ordnung ist. Das ist doch mal ein schöner Beruf, vor deinem Tausendmal.